Hallo. Ja, wenn es geht, bitte. Alles klar? Ja. Gut geht's. Bist du dran oder dran? Nee, aber ich bin immer noch mal dran. Ja. Genau das gleiche. 22,5 Abwende, das schaffe ich leicht. 88. Das geht gut. Das geht ja. Ja. Super. Das geht sehr gut. Wo kommt das? Jetzt ist er weg. Das ist gut. Oh, aber das war schon nicht. Der ist schon da, oder? Sag mir es nur, probier es so inzwischen nochmal. Der ist super, 32, da kann ich ja lang gehen, das ist ja toll. Okay, wir dann nochmal her. Das ist ein Licht, toll. Das Fahrrad, blindes Fahrrad da ist, das ist super. Heute könnte es auch schön werden, wenn ich 8 Sekunden Belichtungszeit, wenn ich 8 Sekunden habe, dann 22, dann habe ich. Blende 22, 32 auf 45 kann ich gern. Das geht gut. Geht sehr gut. In 8 Sekunden Belichtungszeit kann ich eine mit 4, eine mit 8, eine mit 16 und eine mit 3 Minuten machen. Moment einmal, die Rase. Also. Das wäre sehr nett. Gut, passt. So, jetzt bin ich noch gespannt. Der Kopf geht bis da rauf. Wenn der Kopf bis da rauf geht, geht der Kopf. Jetzt sieht es gut aus. Schön. Ja, gut. Jetzt haben wir 8 Sekunden. 8 Sekunden, Blende 32. So.
Ja, mit der Kasse, das ist so. Ich bin auch mit 39. Ja. Your name? My name is Heinz. I met you before. I met you in 72 in Munich. What? Stop. No, I'm not. Not me. I met you in 72 in Munich before the Olympic Games were held. 72? 72 Heinz, in Munich. Heinz, is that right? Heinz is right, yeah. Hello. Hi. And that was on a concert called Jazz Now Solo Now. You were with... Before you was Albert Mangelsdorf, then it was Chick Corea, then it was you. Mm. Then it was a break, and after the break it was... And so all was, solos. Yeah, yeah, all I solos. Remember. Then it was Charlie Ponty, and then it was Gary Burton, and after that you all together. I remember. Yeah, you too. It was very nice. Yeah, it was. Yeah, very nice concert. Very interesting. And now, so you wait how many years to see me again? 17 years? Well, right. Too long, Heinz, too long. No, it is. I can tell how much you like me from that. I still do. I still love to. I believe you. The orchestra. I believe you. What's the? Do you have any idea what's going on with Jerry Goodman? Is he still playing? Is not so much. Not so much? No. Ingo? Excuse me, Ingo, can we just move the strings back a little bit? Yes. Thanks a lot. Good talking. So? Good, sir? Good? No? What I think of all the great musicians who've been here, Count Basie, Duke Ellington, Miles Davis, Charlie Parker. And I'm only talking about classic. So unhappy, what's wrong? Well, we are taking the pictures, there's no posing. You just keep playing, you don't care about it. Don't care. But after it, please. After you want it, I told Thomas it will be very difficult. He didn't tell you. No, he didn't. Because I remember him, I said he can you can shoot during the sound check. I will be here for some time. No, maybe after the sound check for 5 minutes, that's all. That's enough. Can we get that? Enough, John. Just 5 minutes. We don't have time for another thing. This is now for a book called Men at Work. I chose different men the way I see them. So some of them I already took, like Miles Davis, like Joe Zawinul, yeah, or Henry Kissinger, or Federico Fellini, or Bob Dylan, or whoever. But the other thing after that will be new portraits that I'm doing. And I'm working on these portraits for more than 4 weeks on one picture. So the picture itself takes only 5 or 10 minutes to be taken. But then the work really starts, and the work after that lasts about no, 4 or 5 weeks. My heart, Heinz, come on. God. I want to help. How years I have to do this for this? I know. Okay, can we do that afterwards for 5 minutes? Maybe. Jedes Mal dasselbe da. Nice walk.
harmonizes. I hear in the hall. I've been in Monte Carlo now for 7.5 years. Oh, that's long. Yeah. Yeah. Quiet. In fact, contrary to what people think. Yeah. I would appreciate. Yeah. I would appreciate to get 5 of the most important music pieces that you appreciate most. Or if you just name them to us, because when I work on the picture, on the pictures that I do now from you, then I hear that music all the time, and I only hear this music for 4 weeks' time. Oh, you're really obsessive. You know what I mean? And that's the only... Why you make life so difficult, Heinz? Come on. You have problems, I have problems. Do I bother you with my problems? So creative problems? No, I don't bother you. Don't bother me. Come on. Sit down. You listen to what you want. Can you sit there, please? You're obsessive. The way you like, can you give him another stool, bitte? Der ist da wie besser. I think this is more oder der da. This is a more comfortable chair for you. Yeah, I'm fine. Is that fine? Yeah, yeah. Okay. Mach mal. I like the austerity. Yeah. Thank you. No, that's really, I don't even want to interfere in that. Yeah. Yes, it's very nice you say it, but I think it's better. I really think it's better. You do how you want to do it. But ask me, what are my 5 most important pieces? How can I say that? I don't know. They're all important. And they're all totally unimportant. Yeah. Because what you did yesterday, you did yesterday. You can't change it. You do the best you can yesterday, today we do the best we can today. What I meant is not too much, no. Oh, good, she's good. Okay, John, please. I mean, this will try to get here. Don't last. It's just the only thing that I have. I take 2 or 3 pictures now in color, and then I only switch the magazine, and then I take 2 or 3 in black and white. You don't have to change it all. You just keep quiet, please. The most important thing... Who's talking? The most important thing is that you don't move, because then I overwork the color from the photography with the black and white. Oh. The last concert of the tour, and I'm just getting over a cold. You want some water? No, I'm fine. Thanks. Ay, terrible. Can we? No, you know what? Please stay now. Moment, 8 Sekunden. Okay, just stay. Mm-hmm. Okay? Once more, please. Okay. And once more, please. Very serious, very serious. Yeah, thank you. Great, that's the way you like. Oh yeah, beautiful. Just stay. Now please stay, keep quiet. For a moment. Do I talk? Can I start? Please do not shake your head now for a moment. Just switch the magazine.
Thank you. Once more. Just once more. And now the last one. One more and it's over. Okay. Thank you. Thank you very much. As you were very nervous, Heinz. I was very calm. No, I just I was one. The reason, no, it was very interesting to watch you. Watch the you reason work. Why I was hurrying up so much. Because you were taking the same shot of several films. Yeah. Like yeah. I take and one. Then you, yeah. You make a sandwich. Not really. Okay. I speak very vulgar. Thank you for aus einer groben Diagonale machen. Da ja, die hat weiblich steht. Ne? Ja. Und dadurch, ich habe zum Beispiel da ist eine komplette, das Bild ist in drei Geflüsse. Geisterbuch und so neu infiziert.
Und wie nennt sich diese neue Kunstrichtung? Vielleicht Fotorei? Twitterbilder. Möglicherweise solltest du Milch auch überhaupt nicht. Ich liebe Milch auch, aber ich vertrage es nicht. Also wenn ich 4 Liter kalte Milch, bin ich 3 Wochen grau. Für die Wärmesage. Naja, muss ja mal hinschauen. Naja, dann sind wir gleich dort.
Das machen wir. Nein, aber auf Dauer meine ich. Ja, auf Dauer. Das ist gar kein Problem. Kostet nur viel Geld. Auf Dauer wäre das ideal. Wir leben sozusagen davon. Das ist ja auch schon zu tief. Das ist ja auch schon zu tief. Das ist ja auch schon zu tief.
anders. Zum Beispiel, wenn ich Ihnen sage, wer an dieser Ausstellung mitgewirkt hat. Wir brauchten Sponsoren für diese Ausstellung und ich danke der Austria Tabak und Herrn Generaldirektor Mauch. Sie sehen die finanziellen Abhängigkeiten von Künstlern und öffentlichen Institutionen im Bereich der Kultur. Jemand, der uns immer wieder geholfen hat, ich habe es immer wieder betont, herzlich willkommen ist die Stadt Wien. Die Ausstellung Zwitterbilder von Christian Ludwig Attersee und Heinz Lechner bringt uns in ein neues Schema, dort wo ein Maler sich mit einem Fotografen, dort wo ein Fotograf sich mit einem Maler beschäftigt, wo also jener Dialog aufgenommen wird, der mit der Erfindung der Daguerreotypie begonnen hat, der den Maler de la Roche zu dem Ausruf gebracht hat, jetzt ist die Malerei am Ende. Doch ich möchte keinen Vortrag über das Verhältnis von Malerei und Fotografie von dem Verdrängungsprozess oder dem stilistisch befruchtenden Prozess erzählen, sondern hier die Besonderheit hervorheben, dass ein Fotograf fotografiert, diese Bilder zum Maler bringt, man die Größe festlegt, die Helligkeit, sagen auch das Korn der Vorlage, und dass der Maler bereit ist, diese Vorgabe des Künstlers, Fotograf, malerisch fortzusetzen. Das ist also nicht das freie Spiel zwischen zwei Malern, ein Maler und ein Bildhauer oder zwei Spezialisten im selben Medium stattfindet, bei der Zeichnung zum Beispiel, sondern wirklich verschiedene, auch von ihren Intentionen eigentlich, grundverschiedene Medien durch zwei Künstler miteinander verbunden sind. Und wenn Sie die Ausstellung genau anschauen, die sie über 4 Jahre im Entstehungsprozess entwickelt hat, dann werden Sie bei den früheren Bildern ein sehr zaghaftes Sich-Annähern feststellen und je später die Bilder entstanden sind, eine immer stärkere formale, farbliche, strukturelle Verklammerung der beiden Vorgaben. Ein Vorgang also des künstlerischen Schaffens, der große Disziplin verlangt, der Toleranz dem anderen Künstler gegenüber verlangt, der ausschließt, dass der eine den anderen dominiert und zerstört, was für die Fotografie heißt, dass die Fotografie eine gewisse Offenheit haben muss, dass sie eine Matrix für malerische Möglichkeiten bieten muss und für den Maler bedeutet, dass er immer wieder die Fotografie respektiert. Und das Nebeneinander von zwei Bildflächen, Foto und Malerei, wie wir es am Beginn sehen, verwächst sich dann später immer mehr zu Überlagerung. Die Bildtitel sind typische Attersee-Titel, ironisch, witzig, oft dialektisch, aber ein möglicher Zugang in dieser durch die Attersee-Sprache in die bildnerischen Formulierungen. Ich glaube, dass wir hier ein sehr... nach meiner Ansicht das erste Mal, dass überhaupt sowas gemacht wird, in so einer Ausstellung, diese direkte Zusammenarbeit finden. Und das in einer sehr hohen Qualität. Und heute Morgen beim Pressedurchgang waren eigentlich alle so ad hoc begeistert, weil diese Ausstellung eine sehr starke, überzeugende Sinnlichkeit ausstrahlt. Ich möchte noch der Frau Dr. Faber danken vom Haus, die diese Ausstellung betreut hat. Wir haben unter uns fast den kompletten Residenzverlag, der heute Schönbrunn beherrscht hat. Ihm verdanken wir den schönen Katalog, wie immer in der alten Qualität. Und ich darf als letztes noch einmal den Sponsoren danken. Und wie schön, dass es so gute Künstler gibt, die uns Vermittlern, Verlagen, Sponsoren und Betrachtern erlauben, so viel Freude zu empfinden. Ich danke Christian Ludwig Attersee und Heinz Lechner. Genügt mir auch noch.
Choreografie ist ja nie so, wie das nicht so gut ist. Ja, das ist ja ausgeschüttet auch hier. Ja, denn nur österreichische Künstler, dass sie das Thank you.
dass ich um 7 Uhr stellen lasse. Herr Himmel, ich habe Ihnen Folgendes mitgebracht, und zwar ein Negativ und, wenn es rauskommt, und die Maskierung. Nachdem ich erfahren habe, dass ihr keine Maskierungen macht, habe ich das in München maskieren lassen. Ich war jetzt zwei Tage in München. Diese Maske ist zu stark. Die ist einwandfrei zu stark. Ja. An diesen Stellen da haben wir Seitenvergleich. Nein, es ist Seiten richtig. Das ist zu dunkel. Jetzt haben wir das nochmal gemacht. Sie möchten eine dünnere Maske? Nein, die ist schon okay. Die Maske ist jetzt okay. Das passt alles genau drauf. Es soll eigentlich so kommen, wie es dir da ist. Ja. So soll es kommen. So. Das Ganze wird auf Zieberchrom wirklich. Auf Zieberchrom, ja. 80-100. Ja. Wobei ich möchte, dass der Teil nicht drin ist da. Das heißt also, diese Kante da ist nicht mehr im Bild und da unten hört es auch auf. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist der Fensterrahmen. Ja, natürlich, können wir dann anzeichnen. Mhm. Das tun wir raus und sonst vergrößern. Wichtig ist mir bei der ganzen Geschichte, dass das alles heroben schön kommt. Dass da die Zeichnung drin schön kommt, vor allem auch im Dunkeln genau. Das ist natürlich man sieht schwierig, da, müssen wir halt dann nachbilden. Ja, ist klar, natürlich. Nachbelichten und abhalten entsprechend. Die Masken macht eh schon einiges, aber was wir noch machen können, der Christbaum da hinten ist mir sehr wichtig, das Licht und dass das da kommt. Den Moment, abschließen, Thomas. Da. Schauen Sie her. Ich habe hier einen Overhead-Marker, dann können Sie an. In der Höhle drin markieren. Genau. Genau den Ausschnitt festlegen. Okay, jetzt Moment einmal. Dann wir das da rein. So. Die Seite soll seitenrichtig. Also, ich brauche bitte. Das ist schon richtig da. Sehen Sie diesen Rand da? Es ist nämlich so, es ist eine Reflexion, also eine Spiegelung im Fenster. Ja. Und draußen in Wirklichkeit stehen dann zum Beispiel diese Autos da draußen. Dieser Christbaum draußen ist auch Wirklichkeit. Dieses Licht und dieses Licht ist auch Wirklichkeit. Mhm. Reflexion in der Scheibe. Genau. Von der Außen. Das Interieur im Zimmer innen, das spiegelt sich in der Scheibe. Also die Lampe, das Bild und so weiter spiegelt sich alles. Der Tisch und das alles. Sie sehen da die Umrandung des Fensters. Ja, sehen Sie den braunen Rand? Ja. Den tun wir weg. Ich würde sagen, wir gehen Sie da oben. Ruhig anzeichnen, ja. Gehen Sie da ungefähr runter. Ich zeichne jetzt an, dass genau, wir da die Ecken haben. Damit die Positionierung Ecken. Fixiert ist. So. Also wir gehen da runter. Bei dem. Warten Sie mal. Ich möchte den Christbaum nur so haben. Ungefähr Christbaum so. Nicht beschneiden. Nein, den nicht beschneiden, dann ja. Den Christbaum. Ja. Gehen wir da gerade runter. Und herunten gehen wir genau natürlich, also auf 90 Grad, ist eh klar, im rechten Winkel, gehen wir da gerade drüben. Jetzt muss ich mal schauen, Moment, was ist das? Kann ich eine Lupe haben, bitte? Schauen Sie dieses Goldene hier, das ist die Lupe, da die Schärfe, genau. Ja. Warten Sie mal, wenn ich da reingehe, die Brillen brauche ich nicht mehr. Darüber, darauf. Das da auf, das da unten, das da oben. Das heißt, wir schließen da ab. Genau. Okay.
Sehen Sie die Brille? Schauen Sie mal durch selber. Ja, die sehe ich. Unten ja. liegt die Brille. Die sollte noch draußen. Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Wir schließen, wir machen genau über der Brille zu. Das heißt also, da ist die Brille, da müssen wir da ungefähr so. Ungefähr so soll es sein. Ja? Müsste da praktisch das Ende sein, da wieder raus. So ungefähr. Und nach rechts herüber? Nach rechts herüber ganz. Rechts herüber das ganz. Endformat ist 80 mal 100. Da haben sich die Relation ausgerechnet. Nein, habe ich noch nicht ausgerechnet. Können wir das gleich machen, natürlich. Bitte? Ja. Müssen wir schauen. Ich glaube, es müsste sich so genau ausgehen. Das müsste 80 mal 100 sein. Moment einmal. Das müssen wir machen. Die Brille kommt nicht mehr drauf. Ja, ab der Brille gehen wir hinauf. Jetzt müssen wir schauen, wie wir auf der Seite hinkommen. Mir wäre wichtig, wenn Sie mir die Breite angeben, das heißt ja, 80 cm. Der Rest ergibt sich. Ich möchte gerne ungefähr da. Jetzt haben wir 5,3 haben wir gesagt zuerst, gell, die Relation. Ja. 5,30 müssen. Sie müssen mir jetzt nur die Breite angeben, das notiere ich mir gleich. Das schaffe ich nicht. 5,3 geht sicher aus. Kann auch 5,2 sein, das ist kein Problem, wie Sie es gern haben. Nur dann. Dann gehen wir genau auf 5,3. Wie weit können wir dann, schaffen wir dann die Höhe noch? Das sage ich Ihnen gleich. Ich notiere nur mal 5,3. 5,3? Ja. Ergibt 80. Moment, das Tier ist drunter, habe ich das schon richtig alles? Das Tier ist da drunter, dann passiert nichts. 5,3 ist 80. 100 ist dann 6,61. Ja, das bringe ich nicht zusammen, 6,61. Das heißt, wir müssen dünner, wir müssen also weiter zusammengehen. Dann gehen wir rein, da 1 mm rein oder ein halben Millimeter da rein von der Kante. Der ist 80, dann ist 100 genau 6,5. 6,5 müsste genau ausgehen. Na schauen Sie, geht genau aus. Da ist die Brille. Mhm. Sehen Sie das? Genau. Geht sich ganz genau aus. Und dann notiere ich die Höhe, okay. Wie Sie wollen. Ne? Die Höhe ist 6,5 ab der Brille hinauf. Also 100 cm. Heißt es genau 6,5. Und 80 cm heißt dann 5,2 circa. Ne? Wenn Sie jetzt 5,15 oder 5,21 oder 5,19 ist, das ist dann egal. Ich kann ja diesen Wert dem Vergrößerungsgerät über den Computer direkt eingeben. Gut, dann machen der rechnet sich automatisch die Prozentzahl genau aus. Wichtig ist mir, wie ich Ihnen gesagt habe, das darf auf keinen Fall ausreißen. Ja. Das weiß ich, aber es muss weiß kommen. Ja, also so lang belichten, bis das weiß ist. Nicht, dass wir grau sind in der Lampe drin. Ja, du musst genau weiß kommen. Die Reflexion ist da sehr wichtig, dass das alles optimal kommt. Die Schärfe legen Sie hin auf irgendwas, was da scharf ist. Das ist dann egal. Da vorne, das, Sie sehen es dann eh. Das müsste ich jetzt eigentlich genau aus. Gut, mit 5,2 ist die Breite schon gegeben. 5,2? Geht sich genau aus, ne? Ja, aber wir gehen nicht ganz, wir gehen rechts und halb einer. Wissen Sie, wir lassen eh alles drauf bei der Vergrößerung. Man kann ja dann noch, bevor wir das kaschieren, können sich den Ausschnitt kontrollieren. Aber und genau rechts nur einen halben rein ungefähr. Verstehen Sie also, dass wir nicht bei der Kante anfangen zu messen, sondern einen halben Millimeter rein und dann die 5,3 rüber, sodass wir praktisch da enden. Baum auf jeden Fall nicht beschneiden, das notieren. Da können wir, gut. Also, wenn es dann vergrößert ist, müssen Sie mir gleich sagen, wann Sie es vergrößert haben. Ich muss dann herkommen und das signieren. Nachdem signiert wurde, müssen wir nämlich dann die Dings draufgeben, die Folie. Die Folie ist diese, Sie haben diese ganz glänzende, die glänzige, die matte, die dreigelbige. Ja. Und ich möchte die glänzende, aber nicht Hochglanz, sondern den normalen Glanz. Ja, das nicht zu sehr spiegelt. Mhm. Okay? Kann ich Ihnen mal ein Muster vorab geben, damit Sie. Ja, nein, ich habe das eh schon gemacht mit Herrn Schubert zwar. Aha, ich sehe kein Problem. Und das Ding, und dann, also in der, diese Folie drauf und dann natürlich aufkaschiert auf die. Auf eine Aluminiumplatte, die Stärke. Ich weiß nicht, die Stärke immer dieselbe. Herr Schubert, Entschuldigung, wie stark war die Aluminiumplatte? Ganz normale 1 mm Aluminiumplatte. Bitte? 1 mm Aluminium. 1 mm war das? Ja. Gut. Ja. Also dann die 1 mm Aluminiumplatte auf die drauf. Und die 1 mm Aluminiumplatte, wenn das 80-100 ist, muss 120 x 140 sein, weil ich überall 20 cm Rand brauche. Verstehen Sie? Aluminium. Also zentriert natürlich und überall 20 cm Rand.
so eine Art Passepartout. Ne? Einfach freilassen, genau. Nicht abfallen, genau, sondern eben aneinander. Genau, ganz genau, genau. Überall 20 cm Rand, ja, und das spritze ich dann zu. Den Rand. Aber erst nachdem es an der Wand notiert, also montiert ist. Ja, und das bräuchte ich. Also mir bitte sagen, wann Sie das Ding, wann Sie es vergrößert haben, dass Sie herkommen, das signieren, und dann kommt die Folie drüber. Wie schaut es vom Termin aus? Wann würden Sie das brauchen? Sobald als möglich. Ich weiß. Mir wäre es recht, wenn Sie mir ein Datum nennen. Geht's am Montag. Schaffen Sie das noch. Wann soll ich kommen, den Dings, die Proben anschauen? Man kann sicher morgen einschieben, ja. Ja, gut. Dann komme ich morgen her, wann die Proben anschauen? Am Nachmittag. Wann denn ungefähr? So, 14 Uhr. Ja, geht okay. Gut. Bin ich morgen um 2 Uhr noch Proben anschauen. Okay, geht okay. Ja, wenn ich Purpur hineingebe, wird das Bild eine Spur blauer. Das stimmt aber nicht, weil es ist ja außen ein Neonlicht. Das Neonlicht macht natürlich das weiße Autodach grün, das passt mir schon. Könnten Sie, so wie Sie jetzt hinzeigt haben, auch die Lampen hinzeigen, wenn ich Licht? Also wenn ich das... Nein, so von vorn, von der anderen Seite haben Sie gezeigt. So? Nein, so? Ja, genau. Da auch die Lampen jetzt mal hinzeigen, bitte. Ja, die Lampen und das Autodach. Also das heißt, die Lampen muss auf jeden Fall weiß werden, das habe ich Ihnen schon gesagt. Ist, ne, das ist sehr wichtig. Das wird durch die Kontrastverstärkung des Materials. Wir gehen doch ein bisschen Purpur rein. Ja. Nicht viel, 5 bis 10. Ja, das genügt. Ja, nur eine minimale Spur. Auf keinen Fall zu stark. Wir dürfen nicht den Karax bauen, der sich spiegelt. Mhm. Ja? Und außen sind wieder Christbäume. Wir werden Ihnen eine schöne Probe hier drüber machen. Ja, genau. So haben Sie alle wichtigen Details. Genau. Können Sie mal oben auch noch eine hinlegen? Ja, dass ich das da sehe, wie das da kommt. Ja. Kein Problem. Bitte, das ist mir wichtig. Mhm. Gut, dann haben wir also das. Und ich komme morgen um 2 und hole mir die Proben. Ja. Gut. 5,2. Nein, das schaffe ich nicht. Moment. Ah, da ist 5,2. Nein, da müssen wir halb rüber, dann stimmt's. Wie weit sind wir da heroben eigentlich, wenn wir da rüber gehen? 5,2. Bin ich da drin, das geht sich gut aus, weil da haben wir den Schnitt, das ist schön. Mhm. Na, passt alles. Dann gehen wir einhalb, aber die Hälfte aber erst messen, also praktisch den halben drüben wegschneiden. Verstehe, ja. Wissen Sie, was ich meine? Natürlich. Gut, dann stimmt das alles. So, das ist die Geschichte, bitte. Mhm. Bitte, ja? So, bei der Geschichte brauchen wir jetzt ein Porträt von dem Mann. Und zwar habe ich im ersten Dach das nicht am besten das ist. Von der Dichte her, glaube ich, ist gescheiter als das. Das ist ja schon sehr dunkel. Sehr unter und das ist über. Und das ist zu über, ja. Dann nehmen wir das da. Das ist genau richtig. Ja. Gut. Ich brauche den Herrn von... Sie können ruhig Meter drauf. So, noch 15 Sekunden, dann erst. Bitte, los. So, da geht es jetzt um den John McLaughlin. Das ist ein Gitarrist und ich brauche von dem Herrn eine Vergrößerung, die ich dann schwarz-weiß überklebe. Wir brauchen jetzt praktisch dasselbe wie bei dem anderen, ein 80-100. Und also einfach die Vergrößerung, dann durchsignieren und dann kommt die Dings drauf. Und dann kommt die Folie drauf. Wieder und wieder Aluminium. Aber jetzt machen wir 110 mal 90 ungefähr, wie sich das in Relation ausgeht. Ja, ungefähr. Ich würde das nehmen da, glaube ich schon gescheitert von der Dichte her. Ne? Gut. Er müsste sein von da bis da, weil ich die Schwarz-Weißen schon vergrößern lassen habe in München. Ja. Also ich brauche von da bis da 80 mal 100, damit es identisch mit den Schwarz-Weiß-Vergrößerungen, die wir in München schon vergrößern lassen. Ja. Und ich werde das Ganze dann überkleben. Wir müssen also dasselbe jetzt wieder machen. Praktische Vergrößerung von dem 80-100. Aber 80-100 stimmt nicht. Also diese von der Höhe. Her, meinen nein, Sie? Wissen Sie was? Diese Höhe da. Überprüfen. Ja. Ich habe da, was haben wir denn da überhaupt? 6,9. Ja. 6,9 sollte. Aber wir gehen unten nicht ganz runter. Wir brauchen unten nicht so viel. Wie ist das? Wir gehen auf 6,5. 6,5. 6,5 ist 100. 6,5 ist 100, 110. Ja. Und die Breite ist in diesem Fall 5,5. Ergibt 93. 5,5.
Messen Sie mal bitte, müsste 5,5 sein. Ja, da fahren wir fast die ganze Breite. Schauen Sie, da gehen Sie links und rechts jeweils einen halben Millimeter rein. Da haben Sie ein Format von 93 mal 110. Ja, ja. Wir, und das messen jetzt von oben nach unten, also die 110. Ja, 6,5 wären die 110. Von da, 6,5, genau. Ja. 6,5 vom Oberrand weg. Den unteren schneiden wir dann einfach weg, den halben Zentimeter. Unten. Also das heißt die 4 mm unten. Wollen Sie das Format 93-110? Ja, ja. 93-110. Das heißt, ganze Breite wieder ausnützen in diesem ganz Fall. Genau, 5,5, ganz genau, ganz genau. 5,5 auf die 93. Mhm. Höhe ergibt sich praktisch. Ergibt sich, ne? Ganz genau. 110. Das nein, das ganze, die ganze Breite nicht, das haben wir falsch. Die ganze Breite minus einen Millimeter, das heißt das links heißt und rechts hier einen halben Millimeter rein. In dem Fall 5,4. Ne? Ich kann jetzt den Computer reingeben, 5,4 auf 93 und er fährt automatisch in die gewünschte Größe. Ich habe nämlich eine Breite von 5,6. Eben, darum 5,4, ja, habe ich mir jetzt Breite, ja, das stimmt, genau. 5,4 genügt. Gut, und die Höhe ist klar von oben runter gemessen. 6,5 Zentimeter ganz genau, am Negativ. Ganz genau, am Tier. Ganz genau, am Tier, ja. Alles okay. Ein bisschen aufpassen auf das Gelbe, ein bisschen herausfiltern. Aber minimal, nicht total neutral, nein, nicht. Also diesen Kunstlichteffekt wollen Sie schon erhalten, aber ein bisschen raus. Ja. Gern 15, ohne dass das schier wird. Sie reagiert nicht so stark bei Zieberkram. Nicht. Ich weiß nicht, ob 25? Sie, ja, das... 25 so ist schon 20, 25. 20. Können wir sicher gegensteuern. So 20 ungefähr, ja. Würde ich sagen. Ja? Mhm. Nicht zu viel. Bitte abhalten, die Nasen. Also, wenn es geht, den Schatten, Kinnschatten und Nasenschatten. Das ist mir sehr wichtig. Der Kinnschatten nochmal. Aluminiumplatte ist hier. Wie viel haben wir da jetzt? Da haben wir 93 mal 110, das heißt, wir müssen 10 cm größer haben ungefähr, ne? Jede Seite 10. 40, ja, natürlich. 133. Genau. 133. 30 mal 150. Mal 150. 20, 1 mm. Hallo. Genau. Okay. Kann ich da morgen auch die Proben haben? Ja, geht sich das aus? Freitag, 14 Uhr. Gut. Die Proben jeweils. Da brauche ich nur das Gesicht und ja, ist Augen. Klar, machen wir hier. Das ist nicht so tragisch. Haare, aber ja, Hintergrund. Das sieht zu sehr aus. Zu sehr. Außer Sie wollen ihn. Naja, für Zieberkram wäre es, naja. Weil Zieberkram ist sehr ganz Nummer 1. Ja, weil dann ist der Nasenschatten automatisch weicher, der Kinn- und Nasenschatten automatisch weicher. Schauen Sie, da haben wir noch genau Zeichnung drin. Das ist nämlich hier, kommt dann viel zu hart auf Zieberkram. Minimal mit Gelb raus, aber dunkel. Ja, genau. Okay. Da kommen Sie auf ein gutes Ergebnis. Gut, nehmen wir das. Ist okay. Passt mir. Das sind die. Das ist alles. Ach, Entschuldigung. Alles weg. Also ich mache den McLaughlin und zwar das die Porträts einmal. Der hat sich aber geschnitten beim Rasieren, mein lieber Schwarm. Boom. Das habe ich gar nicht gesehen damals. Er schaut nämlich so unrasiert aus und bei den Schwarz-Weiß-Sachen ist mir das sehr aufgefallen. Weil wenn ich da nämlich drüber klebe, dann habe ich irre Schwierigkeiten. Weil er hat so viele Bartstoppeln und das wird problematisch werden. Aber es wird gehen, die sind sehr schön, die kann man beide verwenden. Die und die, die sind einmal zu dunkel, die gehen einmal gleich schon weg. Die sind sicher nichts da. Die obere ist auch zu dunkel. Obwohl er da sehr schön lacht, aber das können wir mal lassen. Die können wir auch. Und die sind sowieso auch zu dunkel. Gut. Also die sind auch nichts. So.
So, die müssen wir dann noch schauen. Das sind vier verschiedene Gesichter. Und sehr schön da. Oder? Scharfe passt. Die Augen sind sehr schön. Der ist unscharf, aha. Aha, da hat er gewackelt. Na gut, dann ist er gleich weg. Gut. Das kommt da rein. Das ist das. Sind jetzt einmal die Porträts okay. Und jetzt das Mann bei der Arbeit. Ich wollte aber mit McLaughlin diese irre Kraft auf der einen Seite haben, die er hat, wenn er spielt, und auf der anderen Seite diese Leichtigkeit. Ich habe den McLaughlin eben 72 kennengelernt und auf mich hat er zuerst gewirkt, als wäre er schwul. Er war so total locker und luftig und er war also ganz ruhig und alles bliss und alles auf die Tour. Und ich habe mir zuerst gedacht, will der was von mir? Bis ich dann draufgekommen bin, der ist wirklich damals durch diesen Three Gin Mal, mit dem er da gearbeitet hat, und auch mit dem Santana, ne, habe ich dann gewusst, wie er ist. Jetzt habe ich natürlich in diesen Jahren seit 72, also praktisch 17 Jahre lang, seitdem habe ich natürlich immer wieder das verfolgt, was er macht. Und bei ihm ist eine ganz gerade Linie, er kämpft unheimlich und er ist ein ganz gerader Typ, da gibt es überhaupt keine Abweichungen, egal ob das jetzt Shakti war, ob das seine orchestralen Arbeiten sind, ob das die Arbeit mit dem Zappa war, ob das die mit dem Miles Davis war, was immer er gemacht hat, oder eben die Ursprünge, war für mich am interessantesten überhaupt war, das war mit der Graham Bond Organization, wo er so mit Jack Bruce und John Heisman und Eric Clapton und diesen Leuten gearbeitet hat. Da war er für mich überhaupt am interessantesten. Und er war aber damals schon total gerade und es hat für ihn nie eine Abweichung gegeben. Und das, so wollte ich ihn eben als Mann bei der Arbeit haben. Ist Ihre musikalische Vorbildung wichtig für die Arbeit mit den Musikern jetzt? Die Vorbildung nicht, aber das Gefühl, die Empfindung. Es geht von da geht es nie. Also bei mir zumindest nicht. Also die sind nicht da, das ist eventuell das, wo ich ihn schon sehr schön habe da. Entschuldigung. Hallo? Grüß Gott, Heinz Lechner. Entschuldigung, Frau Doktor, besteht die Möglichkeit, dass Sie mich in einer Stunde nochmal anrufen? Oder so. Die drehen mich gerade im Fernsehen und sind gerade mitten dabei, ja? Danke, wiederhören. Man ist ja okay, danke. Gut, also, Moment, jetzt mal. Das war sehr interessant, das war toll danach. Ich habe mich dann eingeladen zum Konzert. Da ist er. Na, das ist wieder. Ich habe nämlich genau vorher die Vorstellung gehabt, wie ich ihn haben will. Also das, was da ist, das ist es sicher nicht. Weil ich ihn ja sehr oft gesehen habe und sehr oft überlegt habe, wie er spielt. Und das Schöne ist natürlich bei ihm auch, wenn er spielt, was in dieser Bewegung kommt, das schön, dass er dann auf der einen Seite so drüben ist und dann geht er wieder rüber und fährt wieder auf. Und er, früher hat er das, heute hat er das Gott sei Dank nicht mehr. Früher hat er immer gesagt, er schaut so rauf beim Spielen, weil er da eben für Gott spielt. Oder er ist das Instrument, auf dem Gott spielt, hat er das früher immer artikuliert oder deklariert, aber ich, den Schmäh oder Gott sei Dank ist nicht mehr. So, das ist es nicht. Nein. Das sind es alle nicht. Dieses Sujet oder dieses Sujet? Und tun wir das einmal weg, weil das ist ein,
naja, diese ist schon. Und so, die Läufe von ihm sind ja so wahnsinnig. Immer diese Klarheit, nie wischen, nie, dass ein Ton verloren geht oder was, dass da ein 32. plötzlich verschwindet, ist immer ganz klar und prägnant da. Und diese Schnelligkeit, diese Power, diese unheimliche, die er hat einerseits und andererseits die Sensitivität. Und das zusammen umzusetzen, das ist halt nicht einfach. Und da. Schauen Sie wieder mit der Lupe ein, bitte. Ja, gleich. Ich bin jetzt gerade am Schauen nochmal. Ich sehe die Überlegung nämlich eine ganz logische. Diese Einsamkeit ist bei mir nie gegeben. Da war immer Gruppengitarrist. Nein, ganz klar. Sind es auch nicht, die drei. Das ist eine von diesen beiden. So passt er. So ist er ganz genau. Dann kann er oben noch einmal runtergehen, ein Stückchen. Das hässliche Ding weg. Ja, schön. Aber das, was sich nur mehr auflöst, ist schöner. Moment. Und dann das Gesicht. Da ist er so und drüben. Und da ist die Gitarre so runter, da geht sie nur weiter runter. Nein, das stimmt. Jetzt hab ich's. So. Das ist das Richtige, da muss das Eck angeschnitten werden. So, das ist das Richtige. Gut, und das andere tun wir dazu, das ist es nicht. Der Eckschnitt ist okay. Gut, zweimal. Das ist okay. So, das sind die Sachen. Genau, diese Reflexion, das ist das da. Und das sind jetzt Reflexionen, die man durchgehen müssen, alte. Ich gehe am besten mal aussehen. Gut, schaut euch jetzt weg an. Wieso sind da die Akte drin? Nein, das sind nicht die Akte. Aber was ist mit der? Wenn ich das so, Moment mal, wenn ich das so abdecke, und so ab, dann muss ich von oben weiter runter, dann wird es sehr flach, dann kommt das. Das Bild und dass man sieht, was geht.
müsste ich sagen, bin jetzt parallel. So, dann muss ich oben runter gehen. Und oben muss ich wie weit runter gehen? Okay, zusammenklappen und weggehen wieder. So. Die Tür dann wieder rein. Warte mal, die ist ja so gestanden. Weil das war so. Und da gehört dann noch das dazu. Und das gehört so dazu. Das gehört darüber. Dann gehört das da. Daher. Da gibt's da irgendwas auf dem Biersaal. Mhm. Kann man schon sehen. Ja. Also da, bei dieser Aufnahme, da war das irre, dass diese Wolke da hinten Wirklichkeit ist. Das ist nicht irgendwie hinein manövriert worden, nachträglich mit irgendeinem Dunkelkammertrick oder so, sondern die ist echt. Die ist wirklich unter dieser Dame gewesen. Und das Licht war optimal in dem Moment. Und was man aber nicht sieht bei der ganzen Geschichte, das war, dass es ungefähr 44 Grad gehabt hat. Und dass es so heiß war, dass ich konnte zum Beispiel am Anfang nicht richtig arbeiten, weil der Schweiß, mir hat so den Schweiß getrieben. Und der Schweiß ist runtergegangen die ganze Zeit natürlich, über die Augenbrauen und nicht die Augen. Ich konnte nicht mehr fotografieren. Ich habe da nur gewischt und gewischt, Kamera abgesetzt, wieder gewischt. Der ist oben gestanden und geschwitzt, die Wahnsinnige. Und dann haben wir das Leiberl da umgebunden, ganz knapp, also das Leiberl ausgezogen und da umgebunden, damit der Schweiß ein bisschen nicht so in die Augen direkt rinnt, weil das Salz natürlich gebissen hat und so, das war sehr ungut. Und ich habe dieses Modell zuerst überhaupt nicht mögen. Ich habe die gehabt, weil das war eigentlich nur eine Notlösung so zuerst. Mir hat die optisch überhaupt nicht gefallen. Und beim Casting, da habe ich aber keine andere gefunden, habe ich doch die genommen. Und dann sind wir im Fotografieren gegangen und ich hatte wirklich ein fürchterlich ungutes Gefühl und da habe ich mir gedacht, na, das kann nichts werden und so. Und der Fetzen vom Kenzo da, also dieses Kleid, Kleid ist das nicht, das ist so eine Hose und ein Oberteil dazu praktisch, das aber ein Ganzes wiederum ist, also ganz ein spezieller Trick von ihm halt. Okay. Also dieses Kleid vom Kenzo, das da kein Kleid ist, sondern ein Oberteil und ein Unterteil, das er irgendwie zusammengenäht hat, also Hose und Oberteil. Das haben wir also da fotografieren müssen und ich hatte mit dem Modell fürchterlich ungutes Gefühl. Beim Casting habe ich kein Modell gefunden. Ich habe ungefähr 170 Mädchen angeschaut an dem Tag, also zwei Tage vorher in Miami und habe wirklich die tollsten Modelle gehabt und ich hatte bei keiner das Gefühl, mit der kann ich wirklich, mit der, ja, die bringt es mir und so. Und diese Visagistin ist die Schwester von der. Und die Visagistin hat da gesagt, nein, nimm meine Schwester, die ist gut und so. Und ich habe die Matten von der Schwester gesehen und mir gedacht, ja, aber das ist so schwierig, nach einem Mappen zu gehen, weil Modefotografen arbeiten ganz anders als ich. Und die denken auch anders. Und wenn ich einen Modeauftrag kriege, dann setze ich eben das so um wie da. Und der kennt so schätzt das. Aber ein anderer Modemensch, der sagt dann, mein Muster kommt nicht deutlich raus oder so, na, auf das kann er bei mir eben nicht sehr viel Wert legen wahrscheinlich. Wenn ihm die künstlerische Aufnahme wichtig ist, ist okay, wenn nicht, dann muss er jemand anderen nehmen. Es gibt ja genügend Leute, die in der Hinsicht perfekt sind und es auch viel besser können als ich, also was jetzt Muster oder so anbelangt. Und dann habe ich halt das Mädchen genommen und bin mit der rausgefahren dort und wir haben sie dann noch einmal geschminkt und ich hatte ja fürchterlich ungutes Gefühl. Und dann habe ich einmal die Kamera so hergenommen, das habe ich also mit der F3, mit der Nikon gemacht, mit Kleinbild, nimm die Kamera und schau die an, wie die geschminkt wird. Und in dem Moment denke ich mir, das darf nicht wahr sein. Die war ein Wahnsinn. Durch die Kamera war die total ein anderer Mensch. Und beim Arbeiten war die so toll, weil wenn ich dann wirklich beim Arbeiten war, habe ich mit mir selber geredet. Ich habe zum Beispiel gesagt, der Nasenschatten passt.